Hey Leute, was geht ab? Wir sind heute auf einer neuen R-zu-dem-O-Trip, Freunde, in Berlin. Ja, und zwar NSA-Station. Hier ist ein NSA-Stützpunkt. Und das Lustige daran ist, wir hatten heute Morgen noch das Problem, dass wir darüber nachgedacht haben, wie können wir da einbrechen? Wie kommen wir da rein, ohne erwischt zu werden? Wir hatten ja gestern den Spaß, dass wir im Spreepark von Securities gecatcht wurden. Auch das Video findet ihr in der Videobeschreibung, Freunde, ja. Und hat natürlich keinen Bock, heute nochmal direkt den Stress am nächsten Tag zu schieben, ja. Kommen da oben an, ja, Tor ist offen. Sitzen so ein paar etwas alternative Leute drin, 6, 7 Euro Eintritt, also ich glaube es sind 7 Euro, ist jetzt quasi ein Freizeitpark, also der NSA-Freizeitpark. Du kannst da reingehen, kannst da Touren machen, einmal am Tag mindestens, hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Mega, mega nice, Leute. Wir haben die Pfeife im Rucksack verstaut, packen das Ding mit ein, gehen einfach mal aufs Gelände, ja, und hoffen, dass wir dabei nicht erwischt werden, damit es wenigstens ein bisschen spannend noch bleibt. Ja, aber ich hatte da schon so meinen Punkt, wo ich auf jeden Fall richtig Bock habe zu rauchen. Also Klamotten gepackt und rein geht's. Die 5 Euro, 6 Euro, 7 Euro Eintritt haben wir noch, ja. Bis gleich. Wir sind im Gelände drin, es ist mega geil aufgeräumt, Leute. Wie geil, die Kuppeln. Oh. NSA-Spielplatz für große Paulos. Also ich weiß, ich habe vor einigen Jahren, wenn du hier auf dem Gebiet warst, hattest du keine Chance, weil hier sind jedes Mal aus diesem Gebäude, aktuell ist ein Kino, die haben ein Kino draus gemacht. Auf dem Gebiet hier unten waren die Securities unterwegs. Leute, ich muss sagen, ich bin gerade echt ein bisschen geflasht, ja. Das Ding ist so geil, vor allem so geil. Alternativ, ja. Ich komme mir gerade vor wie in einem riesengroßen Jugendclub. Nicht wie in einem der größten NSA-Schutzpunkte, die es auf deutschem Boden hier gegeben hat. Leute, mega. Der Typ ist nur am Fressen. Den kompletten Kuchen, leider darfst du alleine rein, Alter. Den kompletten verdammten Kuchen, der will mich doch verarschen. Ich hab schon 2 Donuts gegessen. Und 2 Eis. Alter. Oh, dieser geile Polo, Mann. Leute, ich zeig euch die Bude. Also das ist halt Berlin, ja. Hinten geht's in den Garten des Friedens. Hier hängen Äpfel, ja. Unser lieber Adam isst den ersten. Und Eva isst den Kuchen. Immer noch. Was ich halt mal so für mich sagen muss, ich finde, es sieht sehr viel abgesperrt aus. Ja, also hier wäre ich so gerne mal rein in den Turm zu. Also ich bin mal gespannt, ob wir hier noch ein paar mehr Sachen erkunden können. Ja, vielleicht müssen wir da wirklich mal ein bisschen... Ja, wir haben jetzt schon Eintritt bezahlt, das darf man mal böse sein. Freunde, so leben die Leute im Garten des Friedens. Ja? Das ist ganz gut, dass wir hier nicht nachts reingehen wollten. Weil das hätten wir nicht gewusst, Leute. Ja? Und dann wären wir vielleicht doch gefickt gewesen. Weil der Typ ist die ganze Nacht da, der ist immer da. 24-7 hier oben wahrscheinlich. Einer von den Typen, die da unten saßen, auf jeden Fall wohnt hier. Der pflanzt die Tomaten an, Zwiebeln, oben sind Äpfel. Es war wirklich gut, dass wir nicht einfach so hier rein sind, sondern das jetzt wirklich so machen. Das ist alles ein bisschen sicherer. Bitte nicht berühren, Bagger funktioniert, Leute. Der funktioniert? Irre. Wir bewegen uns quasi gerade auf Germania. Damals wurde Adolf Hitler in den 40er Jahren hier das neue Deutschland, die deutsche Hauptstadt errichten, Germania. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde so viel zerbombt. Das ist zugemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde so viel zerbombt, dass das, was quasi übrig geblieben ist, hier alles, also die ganzen Häuser, die abgerissen werden mussten, hier auf diesen Berg geschüttet wurden. Und daraus ist dann quasi der Teufelsberg entstanden. Ja, das war früher einfach nur Flachland. Und der komplette Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg aus Berlin wurde hier aufgetragen zu einem Berg. Und irgendwann sind die NSA-Leute gekommen und haben hier ihr Stützpunkt hingebaut und sich quasi hier, ja, verewigt. Das ist ja so alternativ, Leute. Es ist so alternativ. Die wohnen hier alle. Krass, ey. Ohne Witz, Leute, wenn wir hier nachts eingebrochen wären, wir wären so gefickt gewesen. Das ist Gästezimmer, ja, Gästebad. Hier ist der Zen-Garten, Freunde. Mit eigenem Swimmingpool. Integrierter Skatepark. Hier ist die allergrößte Rampe, Freunde. Da müsst ihr mal mit dem Skateboard drüber hacken. Ja. Krass, was man alles aus so einem Berg machen kann, aus so eigentlich einer abgefuckten Anlage, die für sowas Negatives gedacht war. Ich fühle mich hier echt wohl. Und ich muss sagen, ich habe 7 Euro Eintritt bezahlt, das ist es echt wert. Sowas sich mal anzugucken. Hier ist der Essenstisch. Hier wird Armbrot gegessen. Noch ein Pool.
Ey, das ist echt tief, Alter. Leute, Leute! Leute, ich könnte da komplett drinnen. Das ist echt ein Pool. Alter. Hoppa. Oh. Alter, ohne Spaß. Alternative müssen gut trainiert sein, Leute. Alternative müssen gut trainiert sein. Ganz zum Schluss geht's zum Turm und da wollen wir oben auch einen Kopf mit euch rauchen, Freunde. Da habe ich richtig Bock drauf. Mega nice. Ich bin so happy, das gemacht zu haben. Und ich bin so happy, dass wir nicht hier... Es meint, es wäre jetzt einfach noch viel creepier und viel geiler, wenn der Laden noch verlassen wäre, aber ey, nach unserem Glück gestern, wir hätten direkt wieder Securities gehabt. Und wir können auch so sehr viele Ecken sehen. Es ist schon krank. Aber es ist halt echt traurig, dass du nirgends reinkommst. Ich bin immer noch am gucken, ja. Ich suche jedes Loch, jede Nische, wo man irgendwo reingehen könnte. Ich finde nichts. Die Alternative Guys machen das zehnmal besser. Und hier war Basketballkorb. Hier haben sie Basketball gespielt im Hof. Die machen das besser als viele Polizisten, Freunde. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Hier haben die Jungs und Mädels ihre Werkstatt. Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Für ein Auto, Alter. Ich würde mal sagen, wir taufen dich auf den Namen Faraudo. Guckt euch das an, Leute. Komplett mit Solar. Ja. Leichtbau aus Holz. Aus Bambus. Mega geil. Das war, vielleicht war das gerade die, das war's, Digga, das war's. Leute, wir sind gerade in der Garage. Ja? Hier, weißt du, wer hier gearbeitet hat? Der einzige Stasi-Mitarbeiter. Ja, im NSR-Hauptquartier. Hier war der quasi, hier hatten sie ihren Spitzel drin, der komplett, ja, die Amis richtig schön, ne? Ja, und die ganzen Daten nach Ost verkauft hat. Und der hat quasi hier mit den ganz großen Arbeitern der NSA zusammengearbeitet, mit denen am Auto geholfen, einen Plymouth zu bauen und ja, was ist mir rausgekommen, ja. Die haben ganz, ganz viel Daten verloren an Ostdeutschland. Der fährt will hoch, also gehen wir hoch. Alter. Diese Graffiti-Pracht, Leute. Hier ist die Chillout-Area. Ja, für mich wie ein Freizeitpark. Langsam wird es windig, Leute. Und die Aussicht wird besser. Hier ist die Musterwohnung. Man hatte darüber nachgedacht, quasi in dieses Gebäude eine Wohnung zu integrieren. Das heißt, Wohnungen reinzubauen und einen kompletten Hotelkomplex mit Wohnungen draus zu machen. Und das hier ist die Musterwohnung davon. Das heißt, hier hätte man quasi dann gewohnt. In der Anlage. Aber es ist leider bei einer Musterwohnung geblieben. Mehr wurde nicht gebaut und es wurde nie umgesetzt. Wobei ich sagen muss, der Blick, Leute, der Blick. Die Aussicht ist ja mal so geil. So, jetzt geht's nach oben auf den Turm. Farb sucht uns sicher schon. Hier drin standen riesige, riesengroße Parabolspiegel. Hier haben davon drei große Kugeln, also die zwei hier unten. Das Geräusche drin, das ist ein ganz, ganz lustigen Hall. Und noch eine dritte ganz, ganz oben. Und das Ziel war quasi, mehrere Bereiche gleichzeitig abhören zu können. Einmal von mir aus hier für Russland, dann natürlich für den Osten, die DDR, dass du überall eine Antenne ausrichten konntest, um dort mitzuspitzeln. Fünf von diesen riesengroßen Kuppeln gab es, die waren dafür da, dass quasi der NSA-Geheimdienst dafür sorgen konnte oder mit diesen riesengroßen Kuppeln verhindern konnte, dass die anderen Geheimdienste der anderen feindlichen Länder da nicht reingucken konnten und nicht wussten, was die hier drinnen stehen haben. Das war damals alles komplett Top-Secret-Bereich, was ihr hier gerade seht.
Auf jeden Fall richtig krass. Und genau das gleiche haben wir beim letzten NSA-Trip Teil 1 und 2 auch gesehen. Guckt es euch auf jeden Fall mal an. Schaut mal den Link in die Videobeschreibung zu den anderen beiden Teilen, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Also sowas gibt es noch in echt, ja. Und wir haben nur ganz, ganz kurz mal im Cut draufgefilmt. Schaut es euch an, den anderen beiden NSA-Teilen. Schadet auf jeden Fall nicht, Freunde. Und ich würde sagen, wir machen Schluss und gehen weiter. Rauszuholen ist gar nicht so einfach, weil die ganze Zeit Leute hochkommen. Leute. Okay, los schnell. Komm, ein Bein hoch, wie ich es gemacht habe. Auf dem Turm. Man darf hier eigentlich gar nicht raus, sie haben das komplett abgesperrt. Wir haben uns jetzt quasi durch dieses Fenster gedrängt und bauen uns nicht den Kopf. Wir brauchen hier mit euch kein Video von der Ehrenleute. Heute kann man sich noch mal das Material klauen lassen, sage ich euch. Ich mache gerade Kohlen an. Ja, gestern. Genau beim Kohlen machen wir sie wieder abgeschwommen. Das ist ja mal so eine geile Aussicht, ey. Komplett über Berlin. Das ist der Teufelssee. Richtig, richtig geil, Leute. Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen, wir haben uns hier so ein bisschen eingenistet. Ja, wir durften eigentlich nicht hier sein, aber das war von uns das Highlight. Wir wollten hier einen Kopf rauchen und wir rauchen hier einen Kopf. Ja, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, Leute, dann ziehe ich es auch durch. Und wir haben es geschafft. Hier oben. Ich habe lange nicht mehr so eine krasse Aussicht gehabt wie hier, Leute. Die Skyline ist einfach nur sowas von göttlich. Sowas von göttlich. Ich höre die ganze Zeit Leute vorne vorbeilaufen. Ich darf deswegen nicht so laut reden. Der Muggel Kevin auch gerade? Schmeckt's? Ja. Farbe ist gerade voll in seinem Element, er macht Fotos. Wie gesagt, der Eukalyptikus, ein leckerer Eukalyptus. Schmeckt quasi wie Vaporub, was euch die Mama früher auf die Brust gerieben hat.
gemischt mit einer Minznote und einer leichten Süße. Ist jetzt mit dem Rotabak, den ich drin habe, ich glaube Canubia Supertrail, ein bisschen schwerer, weil der am Anfang ein bisschen drückt. Ja, die Mentholnote kommt ein bisschen auf den Hals, aber das legt sich mit der Zeit. Sobald es ein bisschen windstiller ist, wie jetzt gerade, wir können es gerade richtig genießen, Leute. Ja, Leute, wenn es euch so gefällt, ja, ich gebe mein Bestes, euch wirklich die krasseste Spot, die wir irgendwie finden können, für euch zu filmen. Und ja, ich liebe so viel, also es macht unheimlich viel Spaß und es ist einfach so schön in Berlin, Leute. Auf jeden Fall, von mir gibt es eine Rauchempfehlung für den Kalyptiko. Ist wie gesagt Aeon-Konzentrat, kostet am Aeon-Shop, keine Ahnung, 8,95 Euro für 100 Milliliter und nochmal 25 Gramm Nubia Super Dry Rottabak für 4,40 Euro. Und das mischt ihr zusammen, lasst es 2 Wochen stehen, müsst regelmäßig umrühren, am besten 3 Wochen. Ja, dann ist der Tabak auf jeden Fall top durchgezogen. Und dann habt ihr auf jeden Fall was es so nicht zu kaufen gibt. Und das ist halt schon was Besonderes, also für einen besonderen Anlass wie den heutigen. Ich mache jetzt ein Review. Wenn ihr Bock habt, das zu sehen, ich verlinke das unten ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Der erste Beitrag ist sein Channel zu dem Video, wenn das online geht. Und dann könnt ihr euch ein richtig schönes Review zum Eukalyptiko, also zum Kalyptiko von Aeon nochmal angucken. Ja? Hier hat Eukalyptus, Minze mit einer leichten Süßnote. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. So don't try to change me. Leute, wir haben gerade tatsächlich Besuch bekommen, ey. Hier sind gerade ein paar Jungs, seht ihr das? Die sind gerade so vorbeigelaufen, Alter, hab ich einen Schiss. Ihr habt aber jetzt so schnell wie möglich weg. Ja, lass sie erwischt werden, nicht uns.
Sachen schleppen. Was, hier kriegst du einen Praktikanten? Okay, von mir aus. An diesem Traum. Schwer. Hammer. Hammer. Was ein Erlebnis, ey. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind wieder unten, ja. Wir waren gerade da oben. Ey, Hammer. Die Aussicht, das ist alles so geil hier. Ich muss echt sagen, 7 Euro kostet der Eintritt. Ja, das ist komplett offen. Also, was heißt komplett? Du hast halt ein paar Gebäude, die noch zu sind, die ja noch renoviert. Ich finde das mega cool, das Konzept. Vor allem, dass da so ein NSA-Freizeitpark draus gemacht wurde. Gefällt mir richtig gut und ich freue mich auf jeden Fall, hier gewesen zu sein. Wenn es dir gefallen hat, Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ja, auf jeden Fall Daumen nach oben unten. Dann komm, würde ich mich sehr freuen, wie es dir gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Besucht mal den lieben Farb, ja, der hat auf jeden Fall ein schönes Review gemacht über den Kalyptico von Aeon. Steht unten in der Videobeschreibung ganz oben und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Peace out, euer Paul und der Gassi. Und jetzt genieße ich noch gemeinsam mit den beiden Jungs die Aussicht und mache noch ein paar richtig geile Fotos, die ich euch einblende. Tschüss. This is who. Me.